Welche Hunde sind besonders auf den Führer fixiert und hören sehr gut aufs Wort? Alle Hunde, die vernünftig aufgezogen worden sind, das ist völlig, hat mit der Rasse überhaupt nichts zu tun. Gehorsam ist eine Sache, die vom Hundeführer dem Hund abverlangt wird. Das, was Anja da noch fragt, ist sicherlich auch die Frage der Kooperationsbereitschaft. Beim Labrador habe ich mal das Wort gebildet, the will to please, also dieser Wille mit dem Führer zusammenzuarbeiten. Ich möchte aber nicht so weit gehen, dass das zwingend auf irgendeine Rasse. Das ist eine Frage der Aufzucht, das ist eine Frage der Prägung, der Erziehung. Wenn diese Dinge zusammenkommen, dann kommt es zu einem innigen Konnex zwischen Hund und Herr und umgekehrt. Okay, dann der Moritz möchte wissen, wann sucht, Schrägstrich stöbert der Hund mit gehobenem, wann mit gesenktem Kopf, also Stichwort tiefe und hohe Nase. Das lässt sich so genau nicht sagen. Es gibt Hunde, die suchen mit halb hoher Nase. Es gibt Hunde, die suchen mit tiefer Nase. Und es ist nicht zuletzt davon auch abhängig, wie intensiv der Geruch der Pferde bzw. Spur ist, wie sehr er sich konzentrieren muss, wie sehr er dazu die Nase herunternehmen muss. Und es ist unschwer vorstellbar, dass ein davon flüchtender Hase eine andere Witterung hinterlässt als ein 80-Kilo-Keiler. Da riecht man, wenn man frisch dazukommt, auch als Mensch, da war was. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Okay, die Tanja möchte wissen, ist die Schwarzwildbracke das sogenannte Vieräugel? Und da waren mehrere Fragen, da geht es eben um die Differenzierung Koppow-Brandelbracke. Also der klassische Vieräugel ist die Brandelbracke. Das zur Frage, was ist der Vieräugel? Die Slovenský Koppow schaut sehr ähnlich aus. Ich selbst habe in den 80er Jahren mal aus einem Versuchswurf Brandelbracke mal Slovenský Koppow, einen Bluterfrischungshund, geführt, der dann ins Suchbuch für Brandelbracken eingetragen worden ist. Die beiden Rassen sind sehr, sehr ähnlich miteinander und sind, ich sag, für Laien, sagt man, gut, der eine ist gedrungener, der andere ist hochläufiger oder sonst irgendwas, aber bitte, was ist gedrungener, was ist hochläufiger, wie ist das alles? Hat jeder immer gleich ein Metermaß dabei oder ein Stockmaß, um das alles auf die Reihe zu kriegen? Ich sag, wenn Sie als Jungjäger erkennen, dass es sich um eine Bracke handelt und wenn Sie es eingrenzen können, dass Sie sagen, das schaut aus wie eine Brandelbracke oder könnte vielleicht auch ein Slovenský Koppow, dann sind Sie Ihrer Zeit weit voraus, können viel und jeder vernünftige Prüfer wird sagen, jawohl, er hat sich mit dem Thema beschäftigt. Aber herzugehen und zu sagen, das ist sicher das oder das ist sicher jenes, vergiss es. Okay, die Franziska fragt, kann man eine Bracke speziell nur für die Nachsucheausbildung führen? Gibt es da womöglich ruhigere Zuchtlinien oder muss eine Bracke wirklich in erster Linie laufen und Nachsuche ist immer nur ein Beiwerk? Also, es gibt genügend Führer von Bracken, die ihre Hunde ausnahmslos für die Nachsuche auf Schalenwild einsetzen. Und es ist gerade bei der Auswahl eines Welpen, das hatte ich vorher angesprochen, man darf nicht nur den Einzelhund anschauen, sondern man muss die Geschwisterleistung anschauen, man muss die Geschwisterleistung der Elterntiere anschauen. Man muss also gut beraten werden und deswegen kann ich an der Stelle, Herr Hohner, Sie haben das vorher gesagt und haben auf die Broschüre hingewiesen, haben auf die Homepages der unterschiedlichen Organisationen hingewiesen. Sie finden auf der Homepage www.jghv.de finden Sie die ganzen Zuchtverbände, die Adressen der Zuchtverbände und ich kann Ihnen dringend empfehlen, schauen Sie sich die Rassen live an, schauen Sie sich die auf den Prüfungen an, suchen Sie den Kontakt zu den Verbänden. Und dann lassen Sie sich beraten und dann werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit einen Hund finden, der zu Ihnen passt. Okay, die Claudia ist eben kurz vor ihrer Jägerprüfung und was ihr noch unklar ist,
die klare Abgrenzung zwischen Stöberhunden und Bracken? Na gut, also es gibt, wenn wir in diesen Gruppen denken, dann sind die Stöberhunde sind definiert hier bei uns. Das ist der deutsche Wachtelhund, der englische Springer Spaniel und der Cocker Spaniel, englisch Cocker Spaniel. Das sind die drei, die zur Gruppe der Stöberhunde gehören. Und die Bracken ist eine Gruppe wiederum für sich. Also hier Stöberhunde, dort Bracken. Dass Bracken und Stöberhunde gleichermaßen unter anderem für Bewegungsjagden eingesetzt werden, ist etwas ganz was anderes. Ich kann auch einen Vorstehhund, der als Vollgebrauchshund geführt wird, auf einer Stöberjagd einsetzen. Ich kann einen Erdhund auf einer Stöberjagd einsetzen. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn er die Voraussetzungen mitbringt, das heißt lautjagend ist und über ein gesundes Maß an Wildschärfe verfügt, dann ist das alles jeweils möglich. Aber von der Rassegruppe haben wir hier die Gruppe der Stöberhunde, bestehend aus diesen drei Rassen, die ich genannt habe, und hier die Gruppe der Bracken. Da gibt es übrigens noch viel, viel, viel mehr. Wenn Sie allein in unser Nachbarland Frankreich schauen, in Frankreich gibt es eine Unsumme verschiedenster regionaler Brackenrassen. Okay, der Benjamin meint, bei all den Merkmalen, die ein Rassehund aufweisen muss, wann wird klar, dass der Hund in die Zucht aufgenommen wird oder werden kann? Na gut, bevor er in die Zucht aufgenommen werden kann, müssen die Grundvoraussetzungen schon mal stimmen. Das heißt, er muss aus einer Verpaarung stammen, wo die Welpen nicht von Haus aus zur Zucht gesperrt sind. Das gibt es auch immer wieder. Es gibt auch bei Rassehunden ungewollte Paarungen, wo der Rüde über den Zaun hüpft und eine Hündin entdeckt, die eigentlich nicht zuchttauglich ist. Und dann gibt es eben Welpen mit endgültigem Zuchtsperrvermerk. Jeder Welpe, der auf die Welt kommt, hat per se eigentlich erstmal einen vorläufigen Zuchtsperrvermerk. Der ist nämlich so lange vorläufig zur Zucht gesperrt, bis sich herausstellt, dass er alle Kriterien erfüllt. Und diese Kriterien sind einmal die Beurteilung der Leistung im Rahmen von Anlagenprüfungen. Das ist die Beurteilung des Wesens, das ist die Beurteilung der Gesundheit und die Beurteilung des Exterieurs, also der Form. Und wenn diese vier Dinge zusammenfallen, und dann können nominell sich der Hund, kann der Zucht freigegeben werden. Aber man muss grundsätzlich sagen, nicht jeder Hund, der auf dem Papier gemäß Zuchtordnung zur Zucht freigegeben werden kann, ist ein Zuchthund. Ein Zuchthund ist ein Hund, der nicht nur diese Voraussetzungen erfüllt, sondern der auch ein über das normale Maß hinaus besonders guter Jagdgebrauchshund ist. Denn Dinge, die kann man nur im jagdlichen Alltag sehen. Und deswegen tut der Züchter gut daran, auch mit Elterntieren zu züchten, die er im Jagdbetrieb entsprechend überprüft hat. Okay, Also man muss, darf vorletzte ich ein, es gibt Frage. ein Net, ich, für mich ein Wort, das noch ganz kurz, Herr Hohner, dazu. Für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen zuchttauglich im Sinne der Zuchtordnung und zuchtwürdig im Sinne der Zuchtordnung und dessen, was wir auf der Jagd brauchen. Also da müssen wir, meine ich, auch insgesamt etwas selbstkritisch mit den Dingen umgehen. Okay, die vorletzte Frage von der Sina. Gibt es Unterschiede im Verhalten und den Fähigkeiten zwischen einem Rüden und einer Hündin? Es gibt immer den blöden Spruch, Hündin ist zweimal im Jahr läufiger, Rüde das ganze Jahr. Also ich habe unter den doch größeren Zahl an Hunden, die ich geführt habe, Rüden geführt, die hast du mit einem kleinen Finger führen können. Und es gibt, ich habe Hündinnen gehabt, da hätte ich mir eine dritte Hand gewünscht. Es ist eine Frage des Einzelindividuums. Eines steht aber fest, Hündin wird zweimal im Jahr läufig und davon einmal in aller Regel zur Hauptjagdzeit, nämlich im Herbst oder Winter. Für diejenigen, die viel auf Gesellschaftsjagden gehen, sei es jetzt eine Treibjagd auf Niederwild, sei es eine Bewegungsjagd auf Schalenwild oder sei es auch die
Durchführung von Nachsuchen. Ist der Einsatz einer Hündin unter Umständen schwierig, wenn ich wegen der Hitze Wasserjagd aus gesundheitlichen Gründen und während der Hitze für 3 Wochen einstellen muss? Also wer einen Rüden hat, hat natürlich ein Tier, das sich permanent für läufige Artgenossen interessiert. Das ist so. Aber da muss der Rüde durch. Warum soll es ihm da besser gehen? Bei der Hündin ist es so, die fällt 3 Wochen aus. Und das muss man wissen, ob man das will, ob man das kann. Und dann führt noch eine ganz andere Kleinigkeit, wenn ich zu Hause den Hund nur in der Wohnung halte, weil ich draußen im Garten keinen Zwinger habe oder die Zwingerhaltung für mich ablehne, und daheim die Wohnung mit Auslegware habe und die Hündin dann färbt, dann gibt es lustigere Sachen als die Haltung einer Hündin im Haus. Das kann man durch entsprechende Höschen und alles Mögliche, was es da so gibt, kaschieren. Fakt ist, dass eine Hündin während der Hauptjagdzeit für bis zu 3 Wochen ausfällt. Und das muss man sich vorher überlegen, ob man das will. Und noch eins, hat man zu einer Hündin eine zweite Hündin im Haus und die beiden Mädels verstehen sich nicht, wird man den Begriff Furie erstmal neu kennenlernen und Rüden sind halt, ja, da wird hier mal gezeigt, wer man ist und dann unterwirft man den anderen und dann macht man ein fürchterliches Geschrei. Aber mehr ist bei diesen Männern in aller Regel nicht los. Bei den Mädels geht es um Sein oder Nichtsein. Und deswegen sind nach meiner Erfahrung Raufereien unter Hündinnen und Rangordnungskämpfe unter Hündinnen von einer ganz anderen Qualität als die unter Rüden. Letzte Frage, finde ich auch sehr interessant, weil die sehr häufig gestellt wurde. Und ich nehme jetzt mal eine heraus vom Jonathan, weil der hat die sehr interessant gestellt. Aus Interesse, davon ausgehend, dass Sie auch einen Jagdhund besitzen, Herr Walch ist gemeint, um welche Hunderasse handelt es sich und warum haben Sie sich für diese entschieden? Also, ich habe mehrere verschiedene Jagdhunderassen. Ganz konkret sagen, ich züchte normalerweise Deutsch Langhaar. Das ist für mich, ich bin Forstmann. Ich brauche einen Hund mit einem Vollgebrauchshund, mit einem Arbeitsschwerpunkt im Wald. Da ist für mich der Deutsch Langhaar mit dem doch für mich sehr gut abgesicherten Laut unter den Vollgebrauchshunderassen der Vorstehhunde eine sehr gute Alternative. Und weil einer keiner ist und Hunde alt werden und man ja auch immer nach Ersatz braucht, um dann den Arbeitsalltag auch abfedern zu können, führe ich nebenbei oder nicht nebenbei, sondern auch einen Deutsch Strata im Vollgebrauch, also 2 Vorstehhunde im Vollgebrauch. Dann ein bisschen Wahnsinn ist immer dabei. Dann führe ich einen deutschen Wachtelhund als Stöberhund, den ich ausnahmslos vom Stand schnalle. Ein exzellenter Stöberhund mit ausreichender Wildschärfe, eine Bank an den Sauen mit hervorragenden Stöbereigenschaften, macht mir richtig, richtig Spaß. Und weil es ja, gehört dazu irgendwo, nicht nur dazu, sondern weil ich bei all dem, was ich da tue, für alle Formen von Bodenbrütern ein großes Herz habe und Niederwildhege nicht nur darüber reden will, sondern sie auch tue, gehört für mich Prädatorenmanagement dazu. Und zu diesem Prädatorenmanagement gehört ein Bauhund dazu und das ist nach vielen Jahren Dackel, derzeit ein deutscher Jagdterrier, Rüd, logischerweise ein ganz kleiner Rüde, ideal für die Baujagd. Davor habe ich Dackel gehabt, führe auch gerne wieder mal einen Dackel. Momentan aber ist es ein deutscher Jagdterrier, von denen habe ich auch eine ganze Reihe schon geführt, mit besten Erfahrungen in der Stöberjagd und der Baujagd. Und so bin ich und versuche relativ breit aufgestellt zu sein.